Hallo, dieses Video handelt über Erlös und Umsatz, Gewinn und Kosten und betrachtet eine betriebswirtschaftliche Gruppendiskussion zur Bestimmung des Break-Even-Punktes mit linearen Funktionen zunächst einmal. Optimierung von Erlös, Gewinn und Kosten ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. In dieser Präsentation werden wir die Gewinnzone und den Break-Even-Punkt analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Rentabilität zu steigern. Erlös ist der Gesamtbetrag der Einnahmen eines Unternehmens. Der Gewinn ergibt sich aus den Erlösen abzüglich der Kosten. Beispiel: Eine Unternehmung verkauft Fahrräder. Pro Fahrrad wird ein Verkaufspreis von 300 Euro erzielt. Daher ist die Erlösfunktion oder der Umsatz 300 mal x, wobei x die Anzahl der verkauften Fahrräder ist. Sehen wir hier in der Grafik denn auch? Hier haben wir den x-Wert, die Anzahl der verkauften Fahrräder. Und hier haben wir dann die Funktion e von x abgetragen in Euro. Und dann können wir feststellen, bei 50 verkauften Fahrrädern haben wir einen Erlös von 50 mal 300 sind dann 15.000 Euro, hätten wir dann an Umsatz. Die Kosten setzen sich zusammen aus den variablen Kosten und den Fixkosten. Die Fixkosten sind die Kosten, die unabhängig von der verkauften Anzahl an Fahrrädern ist, wie zum Beispiel die Raummiete von 5.000 Euro. Daher sind die Fixkosten Kf gleich 5.000, wobei das kleine f eben für fix steht. Wir achten darauf, Fixkosten ist ein großes K und ein kleines f. Die variablen Kosten sind abhängig von der Anzahl der verkauften Fahrräder. Hier zum Beispiel ein Einkaufspreis von 200 mal angenommen. Dann sind die variablen Kosten Kv von x, großes K, kleines v, variable Kosten oder variable Gesamtkosten 200 mal x. Dies also Anzahl von der abhängigen Anzahl der verkauften Fahrräder. Die gesamte Kostenfunktion ist dann k von x gleich kv von x plus kf, die Fixkosten, das sind dann 200 mal x plus 5.000. Das kann ich ebenfalls in diese Grafik eintragen hier. Hier bei der 5.000 sehe ich dann Schnittpunkt mit der y-Achse sozusagen. Und hier geht die dann weiter mit der Steigung 200. Hier haben wir einen Schnittpunkt, der Erlös mit der Kostenfunktion. Der wird also später noch von Bedeutung sein. Und hier der Unterschied dazwischen wird nachher ebenfalls eine Bedeutung haben. Hier finden wir nämlich den Gewinn. Die Gewinnfunktion ist g von x gleich e von x minus k von x, sozusagen Erlös minus die Kosten. Das sind dann 300 mal x minus 200 mal x plus 5.000. Dann haben wir dann hier 100x minus 5.000. Wir sehen hier bei minus 5.000 schneidet die Gewinnfunktion die
Y-Achse. Dort sehen wir also, wenn ich gar nichts verkaufe, den Gewinn als minus die Fixkosten. Also hier fallen nur die Fixkosten an, sonst gar nichts. Habe also 5000 minus. So, und dann steigt das hier an. Und bei 50 Fahrrädern habe ich dann hier die Nullstelle. Das ist da, wo der Erlös und die Kosten sich entsprechend schneiden. Die Gewinnzone ist der Bereich, in dem die Erlöse die Kosten übersteigen, also mehr Erlös als Kosten. Und das ist der sogenannte Break-Even-Punkt oder die Gewinnschwelle. Ab dort wird erstmals Gewinn erzielt. Dieses finden wir heraus, indem wir die Gewinnfunktion gleich 0 setzen und den x-Wert bestimmen. In unserem Beispiel 100x minus 5000 gleich 0, das war ja die Gewinnfunktion, bringe ich die 5000 auf die andere Seite. Dann habe ich hier stehen 100x gleich 5000 und teile dann durch 100, dann habe ich x gleich 50 raus, wie wir das ja schon an der Grafik hier gesehen haben. Bei 50 schneide ich ja hier die x-Achse, dort überschreite ich die 0. Mit 50 verkauften Fahrrädern wird jetzt der Break-Even erreicht. Ab da beginnt die Gewinnzone. Weil es hier nur um lineare Funktionen geht, finden wir hier keine Gewinngrenze. Also je mehr Fahrräder ich verkaufe, und desto mehr Gewinn habe ich nach diesem Modell. Hat natürlich dann trotzdem irgendwann mal eine Grenze. Aber das kann beim linearen Modell nicht beachtet werden. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Fehlt Ihnen etwas daran? Oder was könnte man ohne großen Aufwand besser machen? Und falls Sie mehr davon sehen möchten, lassen Sie ein Abo da. Vielen Dank!